Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ich muss mal gucken, wie ich das mit den Kassetten mache. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Dude. Auf jeden Fall weiß ich, was ich jetzt mache. Ich habe zwar hier noch ein paar Elite-Soldaten und so, die ich rausholen kann, aber ja, mein Gott. Wir werden jetzt Emmerich kontaktieren. Begeben Sie sich zum Kraftwerk Serac und kontaktieren Sie den Wissenschaftler Dr. Emmerich, der überlaufen möchte. Emmerich ist angeblich in den Angriff auf die Motherbase verwickelt, der vor 9 Jahren stattfand. Das weiß ich gar nicht. Stimmt das? Bin gespannt. Achso, ich dachte gerade, ich kann einfach landen. Direkt. Alter, ernsthaft? Will ich hier landen? Nein? Schade. Boah, der ist aber auch am Arsch der Heide, ey. Also am allersinnvollsten ist es, glaube ich, echt hier zu landen. Weil hier, ich weiß nicht, ob es hier irgendwelche Gebirgspfade gibt, wahrscheinlich nicht. Ja, dass ich dann hier so und da, deswegen, ich weiß es nicht. Scheiße, kann man hier so direkt hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Gut. Wir landen hier. Ich nehme andere Sachen mit. Schmisch mal wieder neue Sachen. Ah, Moment, können wir jetzt auch Charaktere ändern? Ja, guck mal, wir können Jackal nehmen. Aber natürlich, er ist überall A++, er ist halt, eigentlich müsste überall S sein. Tja. What that, Sly Wallaby. Ja. Ich muss halt, ich nehme ja keinen anderen als Snake, was ist da los mit euch, ey? Ich glaub's hackt. Nee. Natürlich den Snake, aber wir nehmen einen anderen Anzug. Hier so Wüstenfuchs zum Beispiel. Oh, was ist ein Schal? Was ist Schal? Haben wir dann Schal um? Ach so, gut. Alles klar. Können wir mit Standard oder so. Tigerstreifen. Das nehme ich jetzt da. Mal ein bisschen anders, sind wir auch wieder sauber. Im Kopf habe ich immer noch nichts. Ach ja. So, Begleiter. Ja, behalte ich natürlich ihn, aber ich habe das zweite Ding. Ich muss mal gucken, ob ich das schon machen kann. Starten Mission. Läuft. Versuchen wir, Emmerich zu kontaktieren. Ich bin gespannt. Allein aufgrund des Weges dürfte diese Mission auch schon ein bisschen länger dauern, weil, naja, den muss man jetzt erstmal zurücklegen. Oder ich schneide ihn raus. Ich weiß es noch nicht. Lassen wir uns überraschen. Mal gucken. 1.52 Uhr, Afghanistan. Norden. Von, vor, keine Ahnung, Kabul auf jeden Fall. Ein Auto wäre super, ey. Ein Auto wäre richtig, richtig knorke. Ich kann mal, solange wir hier ein bisschen anfliegen, ich kann wahrscheinlich jetzt schon wieder runter, ne? Na, egal. Waffen und Gegenstände. Ich kann ja mal gucken, was man so alles machen kann. Hier, guck mal, Quadrat, geil. Mach ich. Direkt, Alter. Direkt, Junge. Tiere, ja, kann ich auch mal. Guck's ja. Ich glaube, ich soll jetzt raus hier. Okay, ich geh raus. Ciao. Yo. So, ich markiere mir das mal eben, weil. Aber keine Ahnung. So. Es sind nur 2,3 Kilometer. Ist ja nix, ne? Ist ja nix. Ah, ich hatte schon Hoffnung, dass ein Auto, ey. Das ist wieder einer mit B. Oh, der ist auch B. Alter, da sind richtig gute Leute mittlerweile dabei. Muss man mal so sagen. Ich habe die Hoffnung gehabt, hier ist ein Auto. Schade. Dass da keins ist. Ich mach. Jetzt geht er hoch. Ich will die mal kurz ausnocken, die Burschen. Oh, Moment. Okay, zum einen sind hier noch mehr und ich glaube, ich kann doch abkürzen. Na, der ist C. Ist auch C. Aber die sind alle gut, ey. Spaß. Fuck. Fuck. So, du bist down. Ach, Mann, hör auf dann. Alter, ich treff den nicht.
Meine Güte, ey, ohne Spaß. Jetzt geh down, meine Fresse. Wie oft soll ich noch auf dich schießen? Alter Lutscher, ey. Meine Güte. Ja, so findet ihr mich nicht. Wobei. Oh, da ist doch der Kopf. Meine Güte. Ohne Spaß. Ja, den interessiert es gar nicht. Da denkst du so, ja, bin ich alleine, auch cool. Oh Gott. Hui! Oh, ich nehme euch alle mit. Ich habe jetzt keinen Bock zu gucken, wer gut ist und wer nicht. Deswegen nehme ich einfach alle mit. Bin ich gut. So, das Geschütz nehme ich auch einfach mit. Ich finde es so gut, dass man Geschütze mitnehmen kann, ey. Extracten. Aber ich glaube, wenn du die mitnimmst, die werden dann auf der Motherbase irgendwo positioniert, ne? Was auch eigentlich dumm ist, haben die keine eigenen Geschütze? Das ist ja eigentlich total hohl. Muss man ja mal so sagen, ne? Ist nicht unbedingt sehr clever. Und ich glaube, demnächst muss ich mich nochmal auf der Motherbase ein bisschen austoben mit neuen Sachen. Aber das muss ich ja auch nicht aufnehmen. Ist ja einfach nur blöd auswählen und dann ist gut. So, das nehmen wir mit. Aber noch so ein Geschütz da. Nehmen wir auch mit. Finde ich gut. Ich habe wieder neue irgendwas. Keine Ahnung. Hä? Plus, Minus, hin und her. Wie ist das? Keine Ahnung, was die von mir wollen. Hab irgendwas Neues dazu bekommen. 200, alles klar. Also Treibstoff. Ist immer eine gute Sache. Alter, wie viel ich brauche, um die noch weiter zu pushen. Boah. Das sieht cool aus. So dieser Torbogen. Ist hier was? Oh shit, das ist die. Das ist Quiet. Dein Ernst? Warum? Ich dachte, das ist eine extra Mission. Warum kommt die jetzt schon? Oder das ist extra so? Episode 11. Verborgen in Stille. Das ist blöd, ich habe keine Sniper dabei. Verdammt. Boss, you okay? Could it be that sniper? Quiet. Quiet. Our silent assassin. Where's the sniping point? Boss, focus on your objective. You need to make contact with Emmerich. Get out of that sniper's kill zone and head to Serac Power Plant. Naja, bevor ich jetzt hier erstmal sowas mache, brauche ich erstmal eine andere Waffe, meine Freunde. Weil mit der kann ich hier nicht sehr viel ausrichten. Please select a drop point. Supplies requested. Da ist er. Die summt halt immer auch ein Liedchen. Supply drop complete. So kann ich sie sehen. Das Problem ist. Ja, ich muss jetzt auf die Waffe warten. Ich glaube, wenn ich sie im Blick behalte, geht die dann vielleicht weg oder so? Geh weg. Ich kann einfach mal schießen, ist ja egal. Sie müsste ja eigentlich sowieso gehen. Sie ist eine Scharfschützin, das heißt, sie wird wahrscheinlich sowieso irgendwann die Position wechseln. Ja, voll gut. Ha, ich bin in der Kiste. Jetzt kannst du gar nichts mehr. Blöde Kuh. Oh Gott.
Ja, natürlich. Am Arsch, steh auf. Okay, einmal ganz kurz geschmeidig chillen. Ich würde eigentlich gerne wieder da hinten hin. Ja, kein Problem. Hast du nicht gesehen, wie geil ich gesprungen bin, ey? Wie ein junger Gott. Ich hab sie erwischt, Also sie ist weg. Alles klar. Zero visibility. If you can't mark them, you don't stand a chance. Stay sharp. Oh Gott. Sie kann sich auch unsichtbar machen, das ist natürlich super. Sehr fair, sehr fair. Wo ist die da hinten irgendwo? Alter, ich treff die. Wo ist die denn? LOL! Soll ich nie so treffen? Okay, so treffe ich sie anscheinend. Verdammt, hätte sein können, dass das klappt. Das ist auch gut. D-Dog, der sitzt einfach nur rum und chillt eine Runde. Na, hat sich, boah. Kenn ich ja schon. What the f. Wo ist die? Die muss irgendwo da hinten sein. Ich weiß halt auch nicht, wann genau die wieder auftaucht. Wenn die jetzt hinter den Bäumen ist, dann werde ich die anhand ihres Visiers nicht sehen können. Da oben, aha. Da bist du, meine Dame. Scheiße, von hier ist echt kacke irgendwie. Aber getroffen. What the fuck war das denn? Jetzt wird's ja immer besser, ey. Die kann jetzt auch noch richtig krass gut springen. Okay, sie ist schnell. Sie kann sich unsichtbar machen. Und sie kann super krass gut springen. Alles klar. The other question is, wo ist die Alte? Oh. Manchmal ist es vielleicht auch nicht schlecht, sich mal eben zu zeigen, damit sie... Ja, dann weiß ich ungefähr, wo ich hingucken muss, ne? Genau so. Da oben ist er. Ja. Ja. Wo genau? Ich sehe die nicht. Moment. Wir gucken noch mal kurz. Ach, da ist sie. Irgendwo. Alter, ohne Spaß. Ich sehe sie nicht. Da oben. Hä? LOL. Wie soll man die denn da sehen? Ich muss nachladen, verdammt. Oh shit. Ich denke mal, na, zwei, dreimal noch. Dann sollte es das gewesen sein. Ich werde auch mal kurz meine Position wechseln. Ich gehe mal wieder hier hin. Okay, ich kann sie bis hierhin verfolgen. Wenn die jetzt. Die geht doch bestimmt da oben hin, oder? Ich denke mal, so kann man das schon sich irgendwie. Machst du denn da? Bist du doof? Ja, Fuß. Wir konnten auf den Arm verzichten, wir können auch auf den Fuß verzichten, mein Gott. Ah, auf dem Turm ist sie. Bist du denn blöd? So. Markieren, da kann ich nämlich besser treffen.
Okay, das Ding hat nicht gesessen, alles klar. Ich dachte eigentlich, ich bin drauf. Alter, warum kann ich nicht noch... Doch, ich kann bestimmt noch mehr zoomen, oder? Ist ja nur ein Vierfach-Zoom gerade. So schieße ich, so wie ich... Wow, wow. Okay, jetzt habe ich hier total scheiße gebaut. Okay, jetzt ist er da hinten. Okay. Ach da. Das Schilze. Alter, warum trifft das nicht? Ich verstehe das manchmal gar nicht. Die stehen geblieben, warum? Ah. Okay. Ach, jetzt hat es sich bewegt, ne? Das Blöde ist, kann ich noch mehr zoomen oder kann ich nicht noch mehr zoomen? Es sieht... Ich dachte eigentlich schon, aber es sieht doch nicht so aus. Vierfach zoomen ist natürlich für einen Sniper nicht gerade viel. So zwölffach wäre schon etwas angebracht. Was zur Hölle macht er mit seinem Fuß da? Ach, Snake, 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 Snake. Du bist mir schon einer, ja. Okay. Wo ist die Alte? Ich finde gut, dass D-Dog, D-Dog, ja. Na doch, eigentlich heißt er ja D-Dog. Dass die einfach hier, ist ja ganz geschmeidig, chillt. Da bist du. Clouds approaching. Alter, ich sehe die absolut immer nicht, ne? Warte mal. Da. Ich weiß gar nicht, ob ich die von hier überhaupt sehen kann, so. Also nicht. Ich weiß. Da. Hab ich das gerade gesehen. Ja. Puh, getroffen. Okay, ein Schuss noch, denke ich. Dann war es das. Sandstürmische. Ein Stürmende kommt. Spannend. Ich denke, ich werde mich mal kurz woanders... Boah, jetzt ist natürlich gay. Das ist natürlich jetzt nicht so geil mit dem Sandsturm. Dann sehe ich auch gar nicht, wo die ist. Aber sie dürfte mich eigentlich auch nicht sehen. Ja, wobei, sie ist... Ja, sie wird mich wahrscheinlich trotzdem sehen. Gut. Wir sitzen diesen Sandsturm aus. Warum backt der das Bein immer so rum? Das sieht so doof aus. Wo ist die denn? Sandsturm, geh mal bitte weg. Boss, don't overdo it. You can always settle the score some other time. Better to live and fight another day. Sam, mir geht's doch gut. Wollte nur einmal treffen, dann ist gut. Und das will ich jetzt aber auch machen. Clouds approaching. Hier irgendwo ist die, glaube ich. Die war hier auf jeden Fall gerade irgendwo. Klärt sich das jetzt wieder auf? Ja. So, wo bist du, alte Kackbratze? Komm schon, zeig dich. Zeig dich. Wo blinkt ihr Visier auf? Das ist aber ein schönes Gebiet hier, finde ich. Wo ist die blöde Kuh?
Da bist du. Hallo. Fuck, daneben. Schon wieder daneben, ey. Mann. Okay. Aber ich habe sie gefunden. Anhand des Summens. Aber nicht mal viel Munition. Also, dass beide daneben gegangen sind, das ist schon ein bisschen frech. Ich glaube, die wartet gerade, ne? Scheiße, ey. Näher ran, so wäre voll gut. Komm schon. Okay, ich werde jetzt nichts verschwenden hier. Obwohl ich sie locker hätte treffen müssen. Die ist ja jetzt nicht im Boden drin. Oder sie, vielleicht soll ich auch einfach auf der anderen Seite. Das kann natürlich sein. Komm schon, ein Schuss noch. Den will ich jetzt machen, ey. Den einen Schuss. Da bist du. I see ya. She has to be one of the skulls. Now move in and finish your boss. She's working for Cypher. Quiet is a valuable source of information, boss. There's no need to kill her. Think carefully. This is your decision. Warum liegt die auf einmal da? Wie ist sie da hingekommen? Ja, wir können jetzt entscheiden, ob wir sie töten oder eben halt auch nicht. Schauen wir einfach mal, ne? Was wir machen. Uns erstmal das hier. Auf jeden Fall, wir haben einfach, wir sind Sniper super toll. So sieht's aus. Sniper super toll sind wir. The female sniper. Quiet. Cypher's assassin. Finish her. Tja, töten oder nicht töten? Wo haben wir die Waffe her? Ich gehe einfach wieder weg. Wie kann ich denn weggehen? Achso, das macht er automatisch, wenn ich nichts tue. Wir liquidieren sie mal nicht. Hauptsache, die Brustwackelphysik ist drinne. Extraction. You're not thinking of bringing her back here, are you? She works for Cypher. We don't even know the extent of her abilities. She is not setting foot on this base. Good word, boss. Can't believe you took her down alive. Now bring her back here. Let's find out what she really is. This is too dangerous. Kill her. Don't bring her to our home. This is the boss's decision. I'll send the extraction chopper. Boss, you know I've always got your back. But if you bring her here, I'll just have her killed. Da haben sich ja viele darüber aufgeregt, weil die halt so extrem leicht bekleidet ist. Tja, und ich gehe jetzt nämlich auch mit zurück. Ich weiß gar nicht, wo die dann untergebracht wird, aber... schauen wir mal. Ey, der Boss muss Entscheidungen treffen, die der Boss halt treffen muss, ja, das ist halt so. Und ich denke, sie ist ganz gut. Eigentlich auch nur wegen einer einzigen Szene, aber dafür ist sie gut. Und man kann sie als Begleiterin mitnehmen und die ist auch sehr, also die kann, glaube ich, auch Gegner ausspähen, also so Gebiete auskundschaften, kann die erledigen, recht schnell. Also die ist schon nicht schlecht als Verbündete, glaube ich. Aus dem Grund nehme ich sie einfach mit.
und kackt anscheinend auf sie. Oder so. Ach ja. Was? Fuck, war das denn, ey? Ich habe mich gerade gewundert, dass er sie zugedeckt hat. Sowas gab's noch nie in einem Metal Gear. Dass man die Brüste verdeckt hat. Aber das war krass, wie sie sich befreit hat. Not bad, muss ich sagen. Echt nicht schlecht. So, das bekommen Heroismus natürlich gesteigert. Jetzt kommen wieder tolle Credits, die ich rauscutte. Weil die nämlich blöd sind. Arabisches Meer, 20. Breitengrad, 1900 Meilen von der Mother Base entfernt. Confirm, one bogey on our six, steady at 0.4 miles. Tailing us. Don't lead it back to Mother Base. Roger, we'll shake it off. Thank you.
engage with Cypher. Thermals! Clear! Over there! Move! 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 Seize her! Fire! She saved the boss. She was saving herself. Fire! Put her in the cell. Boss. Keep an eye on her. Right. Take her away. What are you waiting for? Move! Boss, you are going to regret this. That woman... I know. She knows our location. Either way, one of these days we're gonna have to kill her. But now is not the time. When the time comes, I'll pull the trigger. Alter Schwede, das war cool. About the sniper you extracted, quiet. You set up a cell for her on the medical platform. The medical team is looking into her abilities. I'll let you know if they learn anything. And boss, leave Miller to me. If we manage to get some intel out of Quiet, that should satisfy him. In the meantime, get on the chopper. You need to head back to Afghanistan. Make contact with Emmerich. Das war verdammt cool gemacht, muss ich gestehen. Okay, die ist auf der Sanität. Ich weiß nicht, kann ich da schon hin oder nicht? Ich würde das eigentlich gerne mal probieren, ohne Spaß, ey. Weil ich weiß, dass man das auf jeden Fall einmal machen muss, damit du, hier ist Quiet Stelle. Wir gehen da jetzt einfach hin. Ist mir egal. Das war cool gemacht. Also die ganzen Sequenzen und so waren ziemlich cool gemacht, auf jeden Fall. Also es geht doch. Es geht anscheinend doch. Aber ihre Fähigkeiten sind halt schon ziemlich geil. Weil sie macht sich nicht nur unsichtbar, sie verschwindet ja wirklich anscheinend, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Nur das... Wahrscheinlich diese komischen Flecken um ihre Augen sind wahrscheinlich so ein Kampfmodus oder so. Ihre Sinne geschärft, wahrscheinlich wurde an ihr ein bisschen herum experimentiert.
So, ich fliege jetzt einfach mal hin. Und während wir diesen Flug genießen, werde ich mal schauen, was ich hier so entwickeln kann. Gibt es da neue Sachen? Ah, guck mal, ich kann den Kampfanzug machen. Keine Ahnung, ob ich es muss, aber... Oh, Feind K.O. schlagen. Lol, Feind verwunden. Das ist gut. Kann ich aber nicht machen. Warum? Entwicklungsteam ist scheiße. Und Sicherheitsteam habe ich ja noch nicht mal, ey. Guck dir das mal an, weißt du? Egal, wir machen das hier. Mach einfach. Waffen und so werde ich auch mal schauen, weil das muss auch gemacht werden, auf jeden Fall. Jo, 230.000 ist ja nix, ne? Ich gehe mal die Waffen so durch. Kann ich eine bessere Scharfschützen? Ja, kann ich. Kann ich. Die kann ich auch machen, dann mach ich die. Sonst glaube ich erstmal nichts. Okay, hier könnte ich auch, aber so eine Waffe nehme ich ja nicht mit. Ah, hier können wir noch eine weitere bauen. Naja, wird jetzt alles sehr teuer natürlich, ne? Hier eine Attrappe? Wozu soll ich eine Attrappe machen? Gut. Meinetwegen baue ich eine Attrappe. Oh, hier ein bisschen besseres C4 oder was? So, wir sind da, cool. Fang. Oh, der Fangkäfig ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Den baue ich auch mal. Ja, ein paar Kisten. Kann ich neu machen. Nachtsichtgerät. Na, das gefällt mir doch. Das machen wir auch. Dauert ein bisschen. Kein Problem. iDroid verbessern, mache ich auch. Und das mache ich auch. Jetzt habe ich, glaube ich, gleich... Ah, ich habe kaum noch Geld. Okay, bevor ich jetzt hier weitermache, gehen wir erstmal raus aus dem ganzen Scheiß-Ding hier. So. Ich muss kurz noch was gucken. Ich will gern das Funken verbessern. Wenn es geht. Natürlich nur. Please specify a project. Ja, ja, specify, specify. Kann ich nicht? Warum nicht? Ich will das Funken verbessern, verdammte Scheiße. Wo ist das Funken überhaupt? Wo? Hier. Das habe ich. Was brauche ich denn hierfür? Ach, Unterstützungseinheit muss besser sein. Zwei Levelchen noch. Naja gut, kriegen wir hin. Gut, wir gehen jetzt mal hier runter und schauen mal. Alter, what the fuck? Aus. Musik aus. Pfui. Geht nicht aus. Musik geht nicht aus. Verdammt. Ist nicht cool. Warum komme ich da nicht rein? Ich bin der fucking Boss. Ich will da rein. Ah. Gut, ich komme da nicht rein. Musik läuft hier ununterbrochen. Sie liegt hier einfach nur rum. Ich kann mit ihr aber auch leider nicht reden. Schade. Na gut, dann halt nicht. Dann gehe ich wieder raus. Dann werde ich in der nächsten Folge tatsächlich das mit Dr. Emmerich machen müssen wahrscheinlich. Please select a mission. Weil sonst kommen wir nicht weiter. Ne? Oh, den legendären Braunbären. Natürlich den Braunbären. Ja, wie konnte ich den vergessen, ey? Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich werde mich nochmal schon mal ein bisschen ranpirschen, weil sonst kann ich mit ihr nicht reden. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid natürlich in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich glaube, die ging jetzt auch eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde die Folge. Und deswegen bis dahin, haut rein.